Hallo, bevor wir jetzt die Installation, die Anbindung und so weiter zeigen, noch eine Kleinigkeit. Es gibt hier drin kein WLAN-Modul. Wir haben also keine Möglichkeit, direkt auf diese Powerstation zuzugreifen, wenn wir nicht vorher diesen kleinen SDC DJI Power Dongle bestellen. Der ist nicht allzu teuer, den kann man auf der Webseite von DJI mitbestellen, sollte man auch direkt tun, wenn man denn vorhat, mit der Powerstation auch noch etwas mehr zu tun im Haus zum Beispiel. Um diesen Dongle betreiben zu können, muss man die Powerstation mit einem USB-C-Verbindungskabel mit dem PC verbinden und muss dann erstmal die Firmware auf den aktuellsten Stand bringen von der Powerstation, um diesen DJI Power Dongle betreiben zu können. Laut DJI ist das Power 1000 Firmware Update zunächst nämlich nur über den PC oder Mac möglich. Selbst wenn man den DJI Power Dongle verwendet, muss zunächst die DJI Assistant 2 Software auf einem PC oder Mac installiert werden und die DJI Power 1000 über eine kabelgebundene USB-C-Verbindung auf die neueste Version aktualisiert werden. Das heißt, hier schließt man halt eben das Kabel an seinen PC an und muss dann erstmal dort die Software installieren. Damit aktualisiert man dann die Firmware. Das funktioniert, indem man hier, ich mache die mal wieder aus, so, aus, indem man die beiden zusammendrückt und dann steht hier Load. Und dann kann man eine Firmware aufspielen über das USB-Kabel. Also, das USB-C-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser Dongle hier ist auch nicht enthalten. Und dieser Dongle ist erstmal nicht betriebsbereit. Der muss mit dem PC oder mit dem Mac erstmal aktualisiert werden. Und dann kann man die DJI Home App installieren auf seinem Smartphone. Zeigen wir auch noch, wie das geht. Und kann dann über das Internet, über die DJI Cloud darüber zugreifen. Also die beiden Tasten hier drücken, verbinden mit dem PC, dann erscheint DJI Power 1000 in den Connected Devices und kann aktualisiert werden. Transfer Finish, please wait for device to upgrade successfully, sollte man unbedingt beachten, denn der eigentliche Firmware-Update-Prozess beginnt erst danach und ist also noch nicht das Kabel abziehen und Feierabend machen, sondern erst wenn die Powerstation auch im Display anzeigt, da steht dann DC 100%, läuft dann durch, dann nochmal AC, DC und nochmal 100% und danach startet die Powerstation von sich aus neu und dann, erst dann ist die Firmware aktualisiert. Dann kann das USB-C-Kabel getrennt werden. Falls dort die Meldung Upgrade Fail angezeigt wird, sollte man es einfach nochmal versuchen. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann sollte man einfach mal bei uns in der Community nachfragen im Forum auf forum.funkium.de. Und da geben wir Tipps, wie das geht und helfen halt eben auch weiter, falls irgendwelche Probleme auftreten. Den kann man nämlich sonst anstecken. Ich schalte das mal aus. Man sollte auch immer die Powerstation ausschalten, bevor man was an dem SDC-Port anschließt. Und der wird dann hier eingesteckt. Und wenn man das Firmware-Update noch nicht gemacht hat, hier unten ist eine kleine LED, dann leuchtet die LED nicht auf. Das heißt, der Betrieb ist überhaupt gar nicht möglich von diesem Dongle. Und das haben wir ausprobiert. Also man kann es nicht verwenden. Der Zugriff ist wirklich nur erst möglich, wenn man das Firmware-Update gemacht hat. Und dann kann man auf diesen Dongle halt eben mit der App zugreifen. Und darüber dann auch das Firmware-Upgrade machen. Das heißt, später geht das dann auch über den DJI-Dongle. Denn da hoffen wir einfach mal, dass man das direkt dann über die DJI-Home-App machen kann, wenn die Produktion halt eben schon ein bisschen aktualisiert ist und auch die Firmware dann eben schon aktueller ist und dieses Teil halt eben unterstützt. Denn es gibt noch so eine andere Hürde, die jeder DJI-Produktbesitzer sicherlich kennt. Das ist bei jeder Drohne so, das ist auch bei dem Gimbal zum Beispiel so. Die Software kann man leider nicht über den Google Play Store oder den App Store von Apple installieren,
sondern man muss beispielsweise erstmal die DJI Store App installieren und darüber kann man dann dementsprechend die Software installieren. Oder man lädt sich die APK-Datei direkt runter und kann dann über die eigenen Dateien darauf zugreifen. Man muss dann die Berechtigung geben, dass man überhaupt eine App installieren darf von externen Inhalten außerhalb des Google Play Stores, kann dann erst die APK-Datei installieren. Nach dem Firmware-Upgrade auf Version 01.00.15.00 gibt es dann auch übrigens noch die Möglichkeit, ein Downgrade zu machen, wieder auf die alte Version oder auf eine ältere Version, nicht auf die ganz alte. Das heißt, es gibt auch nachträglich noch die Möglichkeit, ein Downgrade zu machen. Das finde ich nicht schlecht, denn es kommt immer mal vor, dass bei einem Upgrade irgendwelche Funktionen wegfallen oder irgendetwas nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also, das klappt, das Firmware-Upgrade klappt. Und wenn man das dann gemacht hat, ich schalte das jetzt mal ein, dann sehen wir hier unten, geht die grüne LED an von dem DJI Dongle. Und jetzt können wir über den Dongle mit unserem Smartphone darauf zugreifen. Hier ist die App, ich starte das mal ganz kurz. Also, hier müssen wir erstmal unsere E-Mail-Adresse eingeben. Ich mache das mal ganz kurz. Dann müssen wir die Datenschutzbestimmungen zustimmen. Dann geben wir unser Kennwort ein. Wir sind bereits bei DJI registriert, weil wir halt eben Gimbal und so weiter verwenden. Hatten auch schon vorher diesen Pocket 2 Gimbal, der ist auch ein ganz interessantes Teil. Ist aber auch relativ schnell getan. Passwort vergeben, Mailadresse eingeben und gut ist. Und dann können wir uns einloggen. So, also jetzt haben wir das Ganze nochmal entkoppelt. Jetzt sagen wir Gerät hinzufügen. Sagen koppeln. Müssen einmal unser WLAN auswählen. Das ist das WLAN, womit wir dann zugreifen über, womit die Powerstation hinterher zugreifen soll, über das Internet auf die Cloud von DJI. Man kann dafür zum Beispiel ein Gäste-WLAN auch verwenden. Machen wir hier auch. Geben wir mal unser Passwort ein. Und sind auf der DJI Power 1000 verbunden. Das war's auch schon. Jetzt zeige ich noch eben, was da möglich ist. Wir haben den Eingang, den können wir uns anschauen. Wir haben den Ausgang, den können wir uns anschauen. Können auch den Ausgang einschalten. Wie wir sehen, klappt das auch. Dauert immer ein paar Sekunden. Und dann geht das Relais an und schaltet dementsprechend den Ausgang dann ein. Hier sehen wir dann den Verbrauch, also das, was jetzt im Moment gerade bezogen wird. Da schließe ich doch noch mal ganz kurz den Airfryer an und schaue, ob er das auch in der App anzeigt. Machen wir mal eben. Jetzt bekomme ich aber auch langsam Hunger. Ja, also wie wir sehen, zeigt er das dann auch wirklich hier an, also 2108 Watt bezieht er gerade über die Steckdose. Ja, nicht schlecht. Gut, abschalten machen wir auch wieder regelrecht, ausschalten das Gerät. Hier hören wir nochmal, wie der Lüfter fast stufenlos runtergeht, je nach Leistungsbedarf und je nach Temperatur. Also, wir haben in der App die Möglichkeit zu sagen, wir möchten gerne den Ausgang einschalten oder ausschalten. Schalte das mal wieder aus. Jetzt geht auch gleich der Airfryer wieder aus. Dann haben wir hier oben links die Möglichkeit zu sagen, aha, Kontoeinstellungen. Dann haben wir oben rechts die Möglichkeit, Geräteinfos anzuschauen. Das geht vom Namen, den wir selber vergeben können, über Modell, Seriennummer, Akkukapazität, 1024 Wattstunden, Dongle-Version, Firmware, da sieht man auch schon gleich das Firmware-Upgrade, was wir gemacht haben, können wir uns da anschauen, die App-Version und man kann auf das Benutzerhandbuch zugreifen, wenn man möchte.
Hierüber kann man ein Firmware-Update durchführen. Wir sehen jetzt hier, das ist auf dem Dongle drauf und das ist auf der Powerstation drauf. Und wir haben die Möglichkeit, ein Energiemanagement einzustellen. Das ist interessant, denn hier können wir sagen, wir möchten beispielsweise 15% als niedrigste Entladung haben für die Powerstation und mit 95% zum Beispiel als maximale Ladung. Also wir können hier sagen, wir möchten 95% Aufladegrenze einstellen und bis dahin lädt er dann auch wirklich nur auf. Und dann gibt es die Entladegrenze. Unbedingt noch dran denken, unseren Funky Home YouTube Channel zu abonnieren, denn nur so wird man auch weiterhin über neue Videos informiert. Und wir haben ja immer regelmäßig neue Videos, freuen uns jetzt auch über den 40.000. Abonnenten. Und ja, alles Weitere zeigen wir dann im Test auf funkyhome.de und sagen schon jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss!